Ja, Skaten und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Underworld. Ich habe schon gedacht, es wäre wieder ein Bug, weil, also ich habe das Spiel wieder gespeichert, habe ausgemacht. Ich starte da mitten irgendwo im Labyrinth drin und habe mein Motorrad gesucht, aber es hat hier gestanden. Ja, keine Ahnung warum. Ist hier gespeichert wurde, aber naja, wofür die Stange ist, weiß ich immer noch nicht. Ich werde es auch nicht nachgucken in irgendeiner Komplettlösung. Vielleicht ist es für irgendein Relikt oder so. Aber ich habe keine Ahnung. Also wir wollen jetzt erstmal hier hoch. Wir brauchen unser Motorrad sowieso nicht mehr, glaube ich. Aber die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier hoch? Können wir hier ranspringen? Irgendwie... Nee, Wandsprung natürlich. Sieht auf jeden Fall so aus. Jo. Oben sind hier irgendwelche Gegner. Warum habe ich immer noch meine Pistolen ausgewählt? Ich habe keine Ahnung. Oh, da vorne sind wieder ein paar Gegner. Ich will mich hier aber erstmal weit... umsehen. Ne, die wollen zuerst drankommen. So. Hoffentlich ist er jetzt glücklich. Nein, es gibt hier nichts mehr. Okay, weiter geht's dahinter. Dann hockt noch einer. Der ist jetzt aufgestanden, um uns mit seinen Klauen zu erwarten. Dann tun wir ihnen dem Gefallen doch. Na auf, komm her. Sehr schön, dass er jetzt von dem Hammer getroffen wurde. Oh, das ist nicht sehr schön. Abspringen. Wow. Okay, ja, der Weg bis dahin ist jetzt nicht mehr so. Oh, die stürzen ein und ich lasse mich absichtlich fallen. Bann bin ich gut. Yeah, unendlicher Fall. ja, der Weg wurde jetzt... Ah, okay, wir werden sie angreifen. Warum haben sie ja meine Pistolen ausgewählt? Mann, ey. Wenn ich jetzt runterfall. So. Ja, der Weg ist... Eigentlich müssen wir nur diesen Weg langlaufen und das ist unser Ziel. Das Tor haben wir nämlich. Aber durch diese schönen Hammer, durch diese Falle ist alles vorbei. Und der wird jetzt irgendwie mitgenommen, obwohl er gar nicht zu uns gelaufen ist. Naja. Man will sich ja nicht beklagen. Gut, dass er jetzt tot ist. Und... Aber macht ein Salto. Sehr schön, so, zwei Tode in 3 Minuten. Ja, schon eine saubere Leistung, aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du so gut bist. So, alle guten Dinge sind 3, meine Freunde. Yeah, was ist, wenn wir überhaupt nicht da drauf? Ja, wir müssen auf diese Platte, glaube ich. Ja, ich habe es jetzt ein bisschen schlampig gemacht. Vielleicht kann man wirklich noch drüber springen, aber... Naja, so ist ja viel cooler, ne? Vor allem, wenn man dann Salto macht, ne, Lara? Na, diesmal hat es gecheckt. So, ich hab... Ich höre gar nicht über mein Headset, dass die Teile da einstürzen. Aber wird wohl so sein, ne? Der auch? Ja, natürlich, hier stürzt alles ein. So, kein Salto bitte, Lara, danke. So, schnell hier rüber. Ich muss noch mein Headset lauter drehen, Moment. So, ja. Weiter geht. Wir klettern uns hier von Turm zu Turm wieder. Eigentlich ist es die falsche Richtung, aber vielleicht kommen wir irgendwie so weiter nach oben. Nein, nicht. Wow. Oh nein, eine Spinne. Stirb. Falsche Waffe. Du musst wieder runterfallen. Na, jetzt hat sie sich verbissen. Naja. Eigentlich sollte sie hier jetzt auf der anderen Seite warten, tut sie aber nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt hin ist. Oh, dann müssen wir halt hier hoch und dann nach rechts springen. Weil wir uns hier nicht weiter hangeln können, da müssen wir eigentlich nicht drauf. Wir wollen eigentlich hier einen Wandsprung jetzt vollführen. Ich höre hier wieder eine Spinne, aber ich sehe sie nicht. Also, auf geht's. Nein, spring, Lara. Nein, du sagst... Kamera, würdest du... So soll ich die Kamera haben. Okay, es hat jetzt geklappt. Zum Glück. Sonst hätte ich mich tot geärgert. Okay, wir sind hier. Können auf die andere Seite, aber wollen wir das auch? Ist die Frage. Da ist eine Kiste, aber ohne Schatz, kommt wieder rüber gesprungen. Ich will es eigentlich nicht riskieren, aber ich... Wurde es hier gespeichert oder wo wurde es gespeichert? Keine Ahnung. Nein, wir wollen lieber hier rüber, obwohl... Ach, komm. Nein, wir kommen eigentlich...
Ja, wie wollen wir sonst da hinkommen? Natürlich, wir müssen ja irgendwie da hinkommen. Aber Lara kann sich da nicht festhalten. Nee, ich will es doch nicht riskieren. Ich glaube, ich habe es als Kind mal riskiert, habe es auch irgendwann geschafft, aber nach 1000 Mal Toten. Und ich glaube, der hat hier nicht gespeichert oder doch, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hat es so lange gedauert. Sollen wir uns hier fallen lassen jetzt und dann, ja, sollen wir. Okay, hier rauf, nein, wir sollen uns nochmal fallen lassen und jetzt nach rechts springen. Okay, so. Warum sind hier diese weiteren Wege immer, dass wir weiter nach rechts können? Ich habe keine Ahnung, da ist die Stelle. Verdammt, die fällt auch nicht runter. Ich habe gedacht, ich kann die wieder mobben, obwohl es immer ein großes Mobbing wäre, weil es hier keinen Boden gibt, die kann ich wieder hoch. Die Gegner überleben ja sowieso jeden Sturz, aber das ist ja gar kein Sturz, weil es kein Ende gibt. Doch, es ist ein Sturz, aber es ist keine Landung. Und warum ist die Kamera so schön wieder? So, tut mir leid, falls meine Stimme jetzt irgendwie anders ist, weil ich gerade direkt nach dem Aufstehen aufnehme, da ist meine Stimme sowieso wieder ein bisschen rauer und so, ne, ihr kennt das ja hoffentlich, naja, die Mädchen eigentlich nicht, obwohl, ach, ich habe keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, so, wieder ein Wandsprung, so, Kontrollpunkt, wir gehen jetzt hier hin, hier erwartet uns nix, oh, ja doch, dass der Boden einstürzt. Okay, ja, das habe ich erst eine Sekunde vorher mitbekommen. Dann rennen wir mal. So, Fledermäuse, oder? Nein, nur Spinnen. Oh, ich kann die rüberspringen, scheiße. Nein, Lara, ey. Und die springt auch noch gleich runter, ey. Oh ja, schöne Folge, sehr viele Tode. Ist das nicht geil? So, wo kommst du jetzt her? Ah, hier ist sogar noch ein Medipack. So, zack, jetzt springt sie freiwillig runter. Wir springen mal hier rüber. Oder auch nicht. Hier werden wir jetzt nochmal gestorben. Ich weiß nicht, was da ist und hier. Vielleicht können wir wieder zurück, indem wir irgendwie dahin springen, aber... Ich weiß... Oh ja. Ich weiß es nicht. So, zack. Es macht eigentlich keinen Sinn, dass die tot sind, wenn die da reinfallen, aber naja. Na toll, hier gibt's sowieso nichts. Wie geil. Ja. Ah, ein Schatz. Okay. Wenigstens etwas. So, hier weiß ich auch nicht, wo das Relikt ist. Ich vermute es, aber ich glaube, das war nur ein Schatz, ein normaler. Und wir kommen hier rüber, wollte ich noch sagen. Oh, okay. Eine riesengroße Anlage. Die Terrafilmen warten mal da hinten. So. Der eine ist tot. Ich wechsle wieder die Waffe. Komm, gleich Headshot. Hat ja keinen Sinn hier. Bam. Und keine Gegner mehr, okay. Erstmal den Boden wieder wie üblich nach Schätzen untersuchen. Das war's aber auch mit den Schätzen. So, wir hängen uns dann mal hier dran und gucken, wo wir hinbefördert werden. Okay, wir müssen nach hinten springen. Das ist irgendwie so. Stäbe, ah, okay, und dann müssen wir uns hier drauf stellen. Gut, dass er aber so gut balancieren kann. So, an diese Kette hier springen. Die uns sowieso schon nach da befördert. Ja, ich wollte eigentlich nach da klettern, damit wir schneller da sind, aber so geht es natürlich auch, aber mit einem Salto. So, ja, okay, wir sind jetzt eine Etage weiter oben. Hier sind irgendwelche Fallen, hoffentlich kommt Lara da rangesprungen. Ja, das kommt sie, so, sehr schön. Okay, wir sind an einem der Hammer. Da müssen wir uns jetzt wahrscheinlich ranspringen. Also da müssen wir uns jetzt wahrscheinlich ranhängen und uns auf die andere Seite befördern lassen. Also auf geht's. Yo. Oh, Fledermäuse. Die wollen wir auch erstmal töten. Wir springen jetzt aber erstmal nach da weiter oder auch nicht. So, wo wird jetzt gespeichert? Immer wieder ein Tod, ist das nicht schön? Zum Glück kann mich bisher noch nichts aus der Fassung bringen, weil ich eben gerade aufgestanden bin, da habe ich sowieso nie so schlechte Laune, ist ja alles locker hier. So, zack. Jetzt aber, ich springe jetzt gleich nach rechts. So, und da hält sich hier auch fest, das ist schön. Jetzt können wir die Fledermäuse alle
in Ruhe töten. Das war's, denke ich. Hat sich so angehört. So, dann klettern wir mal ein bisschen weiter nach rechts hier. Wir könnten uns eigentlich fallen lassen, aber es wird uns nur töten, glaube ich. Naja, also wir aufpassen, dass wir nicht von dem Hammer wieder getroffen werden. Hier ist ein anderer Hammer, der aber außer Betrieb ist. Wir können aber an ihn ranspringen. Kommen wir weiter nach rechts? Nein. Oh ja, ich mag es, da schreien zu hören. Deswegen habe ich sie jetzt so oft umgebracht. Jetzt ist aber auch gut. Hoffe ich. So, komm, zack. Ja, hat noch geklappt, zum Glück. So, wir springen. Fledermäuse töten. Fledermäuse tot. Weiter hangeln. So, aber jetzt muss ich erstmal gucken, wo es... Na, Lara, du sollst nur... Ich drücke einmal. So. Meine Fresse. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, wo es hier lang geht. Also, jetzt. Weiter nach oben? Ja, okay, es geht. Dann hier lang, würde ich sagen, oder? Ja. Hier runter. Wir sind wieder irgendwelche Fallen. Da müssen wir rüberspringen, dann ist eine, die uns entgegenkommt, eine Rolle. Ne, die ist aber, die bleibt aber, okay. Nein, bleib doch geduckt, ey. Oh, die steht noch auf. Ich habe die ganze Zeit ducken gedrückt, aber nur weil, wenn man aufkommt und SCLG halt drückt, dann macht sie so einen krassen Trick, ne? Und dann wollte sie irgendwie zuerst aufstehen und sich dann ducken. So, wir springen ganz normal rüber, jetzt reicht's. Danke. Wir bleiben geduckt, bleiben hier und springen drüber. Das hat uns zwar jetzt doch geschadet, aber es ist mir so egal. Wir sind auf der anderen Seite. So, das ist wie gesagt aus Betrieb. Da unten ist irgendwas. Wir schießen es ab. Verschwenden unsere Munition, aber wir haben ja unendlich Magazine für unsere Pistolen, also kein Ding. So, jetzt treffen wir es auch. Es ist eine Tarantel. Die jetzt tot ist, so. Also, wie gesagt, alles außer Betrieb. Okay, dann müssen wir, glaube ich, wieder runter. Und da weiter gucken, wie es so aussieht. Aber wenn hier alles außer Betrieb ist, wie soll das denn gehen? Hm. Probieren wir unser Glück. Vielleicht ist Lara ja so fett, dass sie wieder... dass sie so ein Gewicht da runterzieht und ja. Das ist wahrscheinlich auch der Fall. Oder? Los, Lara! Es ist echt. Wie kann es gehen, ey? Ey, guck mal, so ein Gewicht, so ein riesiger Stein und Lara. Und Lara wiegt mehr. Naja, okay. Die Tarantel zeigt uns den Weg an wahrscheinlich. Die zwei Tarantel zeigen uns den Weg an wahrscheinlich. Ja, macht die eine jetzt tot und gibt der eine jetzt einen Headshot. So. Kein Ding. Also da müssen wir wahrscheinlich rein, also raus, wo die reingekommen sind. Also machen wir das doch mal. Okay, ja, wir kommen nicht da hochgesprungen. Ja, jetzt hier unten gefangen. Ja, schön. Ah, ne. Wir setzen wieder alles in Gang, indem wir den ständig rausziehen, oder? Und alles arbeitet wieder. Okay, jetzt geht der Hammer auch und wir können dann nochmal auf die andere Seite mit dem Hammer. Okay, wir kommen so daran, indem wir einen Wandsprung machen. Weil hier die erste Chance, an die wir uns ranhängen können, nicht gegeben ist. So, wir hangeln uns ein bisschen nach da. Springen da drauf und springen wir hoch. Und das fährt uns auch nach da, aber so sind wir, wie gesagt, ein bisschen schneller. Jetzt sind die Fallen natürlich auch alle aktiv, ne? Jo. So, bleib einfach, bleib einfach. Es ist nicht wahr. Ich springe nie wieder mit einem Hechtsprung irgendwo drüber, obwohl Lara dadurch weiter springt, aber es bringt nichts. Ich habe eigentlich gerade auf Sprinten gedrückt. Aber wen interessiert das? Niemanden. So. Alter Schwede, ey. Wir gehen hier weiter und hängen uns an den Hammer. So, spring dann hier rüber und
hier weiter. So, und wie es weitergeht, seht ihr erst in der nächsten Folge. Also, bis dann. Bam.